Hey und willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Heute werde ich euch mal erklären, wie man hier schnell im Level aufsteigt. Also ich bin gerade momentan Level 95 und ich werde euch erklären, wie das relativ, also wie es schneller geht. Ich glaube, in Zukunft wird dann auch noch ein Video kommen, wie man schnell Geld verdient, teilweise auch AFK. Und lasst gerne vorab schon mal ein Abo da und schreibt gerne mal in die Kommentare, was ich von den Trophäen kaufen soll. So, dann kommen wir einfach auch schon zum Thema dieses Videos, denn man steigt im Level auf, indem man normal spielt, wer hätte es gedacht. Und was ein guter Trick ist, um Level aufzusteigen, sind die Herausforderungen. Weil oft bei Herausforderungen ist es so, ich weiß jetzt nicht, wie es hier ist, aber dann startet man irgendwie bei Runde 80 und es geht bis Runde 90 beispielsweise. Hier leider zwar nicht, aber hier startet man bei Runde 1, das ist dann nicht so praktisch, aber wenn ihr eine Herausforderung habt, wo ihr irgendwie ganz weit, ganz spät anfangt, so beispielsweise Runde 80, Runde 90, sowas, dann könnt ihr richtig viele Punkte, also ja XP sammeln, auch für die Affen, die ihr da einsetzt. Und das ist auf jeden Fall, glaube ich, so die schnellste Variante. Wer es noch nicht wusste, je höher man in der Runde ist, beispielsweise in Runde 100, bekommt man mehr Punkte als in Runde 1. Das heißt, je höher man ist von der Runde, desto mehr Punkte bekommt man. So. Genau. Was man machen kann, wenn keine solche Herausforderung ist, wie zum Beispiel jetzt gerade, dann ist wahrscheinlich die beste Variante, einfach unplatzbar zu spielen, weil die bis Runde 100 geht. Denn, wenn ihr jetzt zum Beispiel leicht bis Runde 100 spielt, dann bringt das euch nichts, weil man bekommt nur so lang XP, wie die Runden gehen. Das heißt, leicht geht ja nur bis Runde 40, das heißt, man bekommt nur bis Runde 40 XP. Bei Mittel bis 60 und bei Schwer bis 80. Und hier unplatzbar und Schimpansen halt bis Runde 100. Man bekommt zwar auch noch nach diesen Runden XP, aber nur eine minimal, also nur wirklich fast gar nichts. Und das gilt auch für die Affen. Genau das, was ich gerade gesagt habe, gilt auch für die Affen. So könnt ihr eure Affen auch schnell leveln. Ach, den habe ich jetzt noch gar nicht maxed. Machen wir das mal. So. Ich bin zwar schon maxed von den Affen her, aber so könnt ihr das auf jeden Fall schneller machen. Genau. Dann war es das eigentlich auch schon fürs Video. Ich glaube nicht, dass Experten-Maps mehr geben als Anfänger. Also es ist egal, welchen Schwierigkeitsgrad ihr spielt. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen, lasst gerne ein Abo da und dann bis zum nächsten Mal.